bitte. In 10 Minuten beginnt unser Kapitänsempfang. Wir dürfen alle neu hinzugestiegenen Fahrgäste darauf aufmerksam machen, dass zum Kapitänsempfang Abendgarderobe erwünscht ist. Na, heute bin ich aber mal früh mit dem Anziehen fertig geworden. Leider schneife Hallo, Stewardess. Ja? Bin der neue Gast aus Kabine 87. Bitte wecken Sie mich alle morgen nicht um 6.30 Uhr. Hier, für Ihre Mühe. Peinlich. Die kriegen die jetzt wieder trocken. Oh, sehr gut. Pressluftflaschen, Allverfahren, mit Luft trocknen. Oh, sehr gut. Genial. Oh, oh. Falsche Flasche. Zu lange. Ja. 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 Haben Sie denn meinen Butler nicht verständigt, dass ich ihn hier erwarte? Selbstverständlich, der Herr. Tja, verstehe gar nicht, wo der bleibt. Bitte um Entschuldigung. Nein, setz dich einen Augenblick. Habe mit Ihnen zu reden. Was trinken Sie, mein Herr? Oh, das Gleiche. Also ein Kachikatel Balaikum. Sehr wohl, der Herr. Nein, bitte, Herr. Didi, schauen Sie mich mal unauffällig an. Der Graf trage einen Diamantenclip. Oh Gott, wie leichtsinnig, wenn das die Frau Gräfin wüsste. Muss man sich mal vorstellen, sie tragen ja quasi einen Rolls-Royce am Hals. Eben. Und deshalb passen Sie heute Abend darauf auf. Oh, pardon. Pardon. Der Clip ist weg. Hier, die Frau. Clip. Na, worauf warten Sie noch? Clip. Hinterher! Ja. Unverschämtheit. Jetzt kriegen Sie aber gleich eine. Oh, und wer kriegt die andere? Natürlich, ich muss doch mal rein. Tut mir leid, ich muss die Preziosen aus Ihnen rausschütteln. Was macht er denn jetzt? Die Thomas Erwin Kloppenfeld Junior.
Oh, das Salovenia, also in so einem Eheanbahnungsinstitut kommen wir natürlich mehr so zwecks wegen einer Heirat, nicht so? Na, so war das nicht gemeint, es ist ja klar, dass Sie wegen einer Heirat kommen. Ich wollte wissen, ob Sie wegen dieses Herrn hier sind. Oh, ich hatte eigentlich mehr an eine Dame gedacht. oder wenigstens an einen Zwitter. Also an sowas weiblichen Geschlechts, wenn Sie wissen, was ich meine. Ich habe hier einen Antrag von Erwin Kloppenfeld Junior, der heiraten möchte und entsprechende Angaben gemacht hat. Ist das richtig so? Ich glaube schon. Was heißt ich glaube? Ich kann ja nur von hier aus nicht erkennen, ob das auch der Antrag ist. Na, das ist der Antrag von ganz jemand anderem und dann bin ich da in den Sand. Ist es dieser hier? Ja, das ist er ja. Und das ist ja auch meine Unterschrift. Das? Das ist Ihre Unterschrift? Ja, niedlich, nicht? Wieso unterschreiben Sie mit Erwin Kloppenfeld Junior? Naja, wie unterschreiben Sie denn so im Allgemeinen? Mit meinem Namen. Ganz schön praktisch, nicht? Soll das heißen, Sie sind es selber? Ja, da dachten Sie, ich schicke einen Stellvertreter. Das war ja eine schwere Geburt. Das hat meine Mami damals auch gesagt. Ja, also, nur nach der Beschreibung hier habe ich sie mir wirklich ganz anders vorgestellt. Das passiert mir oft, dass die Leute erst mal zusammenzucken, wenn sie mich das erste Mal im Original sehen. Ja, nur wenn man das hier so liest, da denkt man, da kommt eine Mischung aus Robert Redford und Peter Scholler-Tour. Ja, so sehe ich mich auch. Ja, aber das Foto, das müssen Sie mir zugeben, das ist stark geschmeichelt, nicht? Sehen Sie mal, da sehen Sie ja aus wie Hans-Joachim Friedrichs. Und das ist ja auch ein Foto von ihm. Deswegen habe ich mich von Anfang an geirrt. Ja, Sie, das macht man doch aber eigentlich nicht, nicht? Falsches Foto. Ich wollte gleich mit der Tür ins Haus plumpsen. Ne? Aber die anderen Angaben stimmen alle? Ja, die stimmen alle, ja. Dann sind Sie ja ein idealer Ehemann. Naja. Ein Supermann schon fast. Das können Sie nicht sagen, also. Dann müssen Sie irgendwelche versteckten Mängel haben. Ach, Sie meinen, ob ich so heimlich humple, was? Oder ob ich so künstliche Glieder eingebaut habe, wie ein gebrauchtes Auto. Hey, ist alles echt und topfit. Würde ich sonst ja auch beim Training merken. Sie treiben Sport? Ja, nur so das Übliche, also Handball, Fußball, Volleyball, ja. Ein bisschen Boxen, Karate, Judo, ne? Und das alles schon alles. Wenn Sie schwimmen, die auch dazu. Hallo, Prost! Ja, Prost, ja. Schon wieder ausgetrunken. Ja, Swimmingpool haben wir jetzt in allen meinen Häusern eingebaut, nicht? Sie haben mehrere Häuser? Ja, steht das da nicht drin? Ich habe 5 Häuser. Das muss ich wohl übersehen haben. Tatsächlich 5 Häuser. Und 3 Wohnungen. Paris, New York, London. Sie, da lernt man benehmen. Was denken Sie jetzt gerade so? Ich überlege mir, wo Sie wohl Ihre Mängel haben könnten. Meinen kleinen Webfehler, was? Na, dann werde ich Ihnen ja noch nicht gerade auf die Stulle ballern, nicht? Bin ja nicht blöd, wa? 160. 160? Was heißt denn das? Na, mein Intelligenzquotient. Bitte? Intelligenzquotient. Ja, na, wie dem auch sei, verzeihen Sie mir die Frage, aber wie steht es denn mit der Potenz? Mit der, Ja, wissen Sie, ich meine Ihre Fähigkeit, Nee, ich habe auf Anhieb begriffen, was Sie meinen. Ja. Also, es war ja auch deutlich genug, wenn Sie fragen, wie es steht, nicht? Ja. Was heißt denn das? Das erste heißt ständig. Und das zweite Ich kann es mir schon denken. Prost, ja. Prost. Ja, also Sie sind also reich, intelligent, sportlich. Schön. Ja, darauf kommt es doch bei Männern gar nicht an. Aber wenn es einer nun mal ist. Ich lege schon Wert darauf, schön zu sein, ne? Ja, also dann weiß ich nicht. Sowas wie Sie ist mir in den 10 Jahren, in denen ich Ehen vermittle, ist mir sowas noch nicht vorgekommen. Ich bin eben gewissermaßen einmalig. Na ja, Sie haben so viele Vorzüge. Am liebsten würde ich Sie selber heiraten.
Naja. Schön, dass mal aus ist. Ja. Dummes Zeug. Drehen Sie mal ein bisschen um so. Dann nehme ich Sie erstmal für den Anfang, wa? Nein, ich habe gesagt, ich würde. Das geht natürlich nicht. Ich bin schon verheiratet. Na und, das ist doch kein Hinderungsgrund. Ich bin auch verheiratet. 8-mal sogar. Was meinen Sie, woher ich die ganzen Häuser und die Wohnungen habe? Nein, das war jetzt sicherlich ein Irrtum. Sehen Sie mal, ich bin ja noch gar nicht geschieden. Na und, ich auch nicht. 8-mal verheiratet, noch nie ein einziges Mal geschieden. Ja, und die Frauen leben alle noch? Natürlich. Aber dann sind Sie doch ein Bigamist. Nee, Mohammedaner. Beruhigen Sie sich doch. Ich werde Ihnen den Familienschmuck schon wieder besorgen. Aber wie? Wie denn? Ich hefte wieder mal der Frau aus dem Fahrstuhl an die Fersen. Also bis dann. In wenigen Minuten beginnt die Rettungsübung. Bitte erscheinen Sie mit Ihren korrekt angelegten Schwimmwesten an Deck. Schnell. Entschuldigen Sie, können Sie mir mal behilflich sein? Ja, ich komme auch nicht damit zurecht. So. Ja, nein, nehmen Sie mal. Drehen Sie sich mal. Ja, also mal. Andersrum. Ja. Ja, ich mich so mal. Augenblick mal. Dankeschön. Oh. Moment mal. Was soll denn? Ja. Hier runter. Ja. Du hängst doch nicht so an mich ran, mein Verdammt. Da sind sie ja. Ja. So auffällig. Und darum ist es ganz wichtig, dass im Ernstfall jeder weiß, wo sein Rettungsboot ist. Und diese Rettungsboote sind ganz sicher? Selbstverständlich. Warum fahren wir dann nicht gleich in Rettungsbooten? Das war's dann. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Die Handtasche. Vielleicht hat sie ihn darin versteckt. Hey! Du bist da hinter der Frau hier. Aber doch nicht mit mir. Gefangen, mitgefangen. Hey! Runter! Ja, los, Leine durchrubbeln. Hä? Gehen Sie mal da rüber, so. Ja. Und. Mikros sind okay für heute Abend. Jetzt können Sie proben. Danke. Das wird nicht. Oh, ein Messer! So. Mann, verrückter. Undankbares. Sie sind 120 gefahren. Quatsch. Ich wohne ja nur 10 Kilometer von hier. Springt nicht an. Moment, schiebt sie an. Bitte Neukölln, Buschkrug, Allee 5A.
Schlimmer haben mir immer noch nicht gesagt, warum sie da mitten auf dem Bahnhofsplatz standen. Und? Von hinten! Die Sache ist ja wohl klar, meine Herrschaften. Ich verhafte Sie wegen verbotenen Glücksspiels. Was ist denn daran klar? Ich zum Beispiel bin hier bloß reingekommen, um ein bisschen zu quatschen. Und ich wollte mir gerade ein paar Streichhölzer bauen. Sie werden es kaum glauben, ich warte hier auf den Boss. Und Sie? Sie! Sie haben ja Ihre Karten noch in der Hand. Haben Sie etwa auch nicht gespielt? Ich? Na, mit wem denn? Aber gnädige Frau, ich bitte Sie doch nicht die ganze Suppe. Hilfe, meine Tasche! Halte den Dieb! Warte schon 10 Minuten. Machen Sie mal. Hey, Sie. Kommen Sie noch mal raus. Sagen Sie mal, was machen Sie da eigentlich? Oh, stell wieder ins Wasser. Oh.
Excuse me, can you dry this? Pourriez-vous essayer ça? Asistasi, Vasi, Lulu, Chinchang, trocknen. Ich spreche nur Deutsch. Ach so, Kleidung, lass du trocknen, schnell, eilig. Ach ja. Ach so, hier lang. Oh, warte. Da ist er ja. Versteckt. Immer lassen Sie die Tür auf. Ihr Kaffee. Haben Sie irgendwo meinen Butler gesehen? Nein, der Herr tut mir leid. Ich verstehe das nicht. Jetzt war die schon über 2 Stunden auf ihn. Nur auch nicht mehr der Jüngste und hab meiner Mami noch nie eine Frau vorgestellt. Und wenn Mamilein nun von Jahr zu Jahr misstrauischer fragt, na Möselchen, wann kommt denn nun endlich das erste Enkelkind? Dann zerstreue ich ihre Zweifel immer mit folgendem kleinen Lied. Liebe ist kein Problem. Na, ich find sie herrlich und angenehm. Wenn eine hübsch ist, dann wird sie geküsst. Sehen Sie, wie einfach das ist? Ich brech die Herzen der stolzesten Frauen, weil ich so stürmisch und so leidenschaftlich bin. Mir braucht nur eine ins Auge zu schauen. Och, schon ist sie hin. Ich hab bei Frauen so schrecklich viel Glück. Ja, das ist kein Wunder, denn mein Sternbild ist der Stier. Mein Blut ist Lava und das ist mein Trick. Das liebt man an mir. Ich lach sie an und sage schlau, da sind sie die richtige, gnädige Frau. Komm ich in Glut, dann ist mir jede so gut. Gut, 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 da ist ja gut. Ich brech die Herzen der stolzesten Frauen, weil ich so stürmisch und so leidenschaftlich bin. Mir braucht nur eine ins Auge zu schauen und schon ist sie hin. Die Schnuffi Schnuwach, die Schnuffi die Schnolf, die Schnuri Hose, Huffi Hase, Huffi Holf. Die Schnuffi Schniwach, die Schniffi die Schnolf, Schnuff. Schnaff wie die Schnolf. Ich lach sie an und sage schlau, sind sie die richtige, gnädige Frau. Komm ich in Blut, dann ist mir jede so gut. Ich brech die Herzen der stolzesten Frauen, weil ich so stürmisch und so leidenschaftlich bin. Na, mir braucht nur eine ins Auge zu schauen. Und passen Sie mal auf. Schon ist er hin. Ja, alles. Ich verspreche Ihnen. Nun beruhigen Sie sich doch. Ich besorge Ihnen Ihren Schmuck bestimmt wieder. Bisher hatten Sie ja nur Misserfolge. Ja, aber ab heute neue Taktik. Muss in die Kabine von dem Weibstück und dort weitersuchen. Aber wie denn? Ja, ich werde mich zum Schein an Sie ranschmeißen. Aber Sie kennen sie doch. Ja, ich werde mich tarnen. Unauffällig. Ganz unauffällig. Oh.
Na, Sie sind ja wirklich außerordentlich sportlich. Ja, sportlich, nicht wahr? Geben Sie mir bitte das Große. Danke. Sonnencreme, Quater Spezial. Mist, verwechselt. Säubern. Oh, nee. Aber jetzt, Äquator Spezial. Oh, danke, sehr rücksichtsvoll. Ich habe ja genug Platz. Zuzuck, zuzuck. Bitte? Ja, bitte. Bitte sehr. Entschuldigung, Brühe mit Ei. Oh, vielmals und Entschuldigung. Ist sie schon da? Eine wunderbare Idee von dir, mich zum Essen einzuladen, damit die Gizportion nicht verkommt. Wie viel Kilo hat er jetzt runter? Kommt er schon wieder mit den Fingerspitzen auf den Boden? Nicht mal, wenn ihm der Boden entgegenkommt. Aber die Diät wird eisern durchgehalten. Ach, Tag. Hallo. Ah, Essen. Wunderbar. Ich sterbe vor Hunger. Nee, für dich noch lange nicht. Dein Magen braucht mal Ruhe und Fasten ist gesund. Ja. Und auf meinem Grabstein steht dann vermutlich, hier ruht Dicky Emmerich. Er starb an Unterernährung. Aber sonst war er gesund, was? Ach, red doch keinen Unsinn. Jährlich sterben Tausende von Leuten, nur weil sie sich überfressen haben. Oh, was für ein Tod. Aber guck mal hier, ich habe keinen Gramm Übergewicht mehr. Bin ich vielleicht zu dick? Also ich würde dir raten, lass dich nie in einer Badehose sehen. Sonst meinen die Leute, du läufst Reklame für Götterspeise. Ah. Weißt du, Bertha, was ich an dir mag? Was denn? Gar nichts. Du kommst hierher, frisst mein Essen. Dicky, sei doch nicht so unverschämt. Schließlich hat dir Bertha auch was mitgebracht. Mir? Was denn? Hier, diese Badezimmerwaage. Na siehst du, so ist sie. Ja, genauso platt und zum Drauftreten. Mein nasser Dank ist... Macht ihn doch gar nicht. Der ist mal wieder ungenießbar. Na, natürlich bin ich ungenießbar, wenn man mich verhungern lässt. Also, nun verteile mal endlich deinen Gummiadler. Werner, du magst doch Keule, nicht? Ja. Oh, dann nehme ich die andere. Da ist ja noch die Brust. Ja, danke. Da. Ja, und was krieg ich, wenn ich mal fragen darf? Ach, das hätte ich ja fast vergessen. Hier, das ist für dich. So. Hast du denn keine Beilagen? Iss jetzt und mach kein Theater. Oh.
kochst einfach großartig. Na, der Salat war nicht so ganz durch, ne? Nach so einem schweren Essen brauche ich unbedingt was zum Runterschwemmen. Geh mal eben in die Küche. Schluck Wasser holen. Sag, hast du keine Angst, dass er dir an die Vorräte geht? Mhm. Dagegen habe ich vorgesorgt. Speisekammer. Himmlisch. Also. KZ-Methoden sind das. Viel Spaß. Selber. Ach. Obst. Wunderbar. Nee, nachher ist da auch wieder so eine Höllenmaschine dran. Hier. Die Luft ist rein. Ist was? Mm-mm. Dicky, warst du das? Mm-mm. Dein Glück, die sind nämlich aus Wachs. Mach mal ein paar Pfannkuchen. Oh ja, Pfannkuchen. Ja, und jetzt verschwinde. Wer? Na du. Hier, kümmere dich ein bisschen um Bertha. Um diesen Stockfisch in Hosen? Dicky, sei doch nicht so widerlich. Ach, na los, nun geh schon, komm. Das alles auf nüchternen Magen. Also. Hallo. Selber hallo. Hallo. Warte, ich habe gerade entdeckt, dass du irgendwo etwas sehr Süßes an dir hast. Dicky. Ja, aber geh. Oh, du hast einen Teint wie Sahne. Oh, nein, da bleib so, wie du bist. So bist du genau richtig. Oh. Wunderbar. Oh, Dicky, das sollst du doch nicht. Im Gegenteil, ich tue es noch mal. Oh. Dicky. Was machst du denn da? Ich küsse Bertha. Ja, Gott sei Dank, ich dachte schon, du isst was. Pfannkuchen sind gleich fertig, Bertha. Oh, Pfannkuchen, wunderbar. Na, ich will noch einen Schmatz. Na, lass mal, ich bin jetzt auch was anderes Spitze. Wenigstens waren es zwei. Sonst haben sie schon immer nach dem ersten genug. Dicky, schämst du dich denn nicht? Na, ich muss endlich was anständiges haben. Bin ich Rindvieh? Muss ich da ein Gras fressen? Ja, jedenfalls solange ich hier was zu sagen habe. So, und jetzt verschwinde aber mal aus meiner Küche, ja? Ferkel. Ach, das habe ich ja ganz vergessen, der arme Hund. Na komm, Hector, hier ist dein Fressi-Fressi. Oh, Entschuldigung. Nimm meinen Schlüssel und warte in meiner Kabine auf mich. Dort in meiner Handtasche. Du gibst meinem Leben endlich wieder einen Sinn. Du bist für mich der Größte. Hier, nimm meinen Schlüssel und warte in meiner Kabine auf mich. Gerne. Ich habe ihn sicher in meiner Kabinentür stecken lassen. Jetzt das Vergnügen und dann die Arbeit. Die Kabine durchsuche ich nachher. Ja.
Na was? Aber wer wird denn Angst haben? Es geht ruckzuck. Sie sind auch schon ausgezogen. Zum letzten Mal. Warum sind Sie in die Kabine dieser Dame eingebrochen? Das war alles ein Irrtum. Ich wollte ja die andere Dame des Diebstahls überführen. Unverschämtheit! Ich werde Sie verklagen! Oh! Oh! Wie kommt denn der rein? Mein Schmuck! Also Sie! Sie also! Aber ich schwöre Ihnen, ich hatte keine Ahnung! Sie sind entlassen! Im nächsten Hafen verlassen Sie das Schiff! Hey, Sie haben was vergessen. Ach so, ja. Bitte zum Dampfer nach Bremerhaven. Da lang. Taxi, Senior. Taxi, Senior. Taxi. Ich brauche keinen. Hallo. Unglaublich. Die haben schon abgelegt. Hallo. Hallo. Hey. Hallo. So eine Unverschämtheit, Sie haben viel zu früh abgelegt. Wieso abgelegt? Wir wollen gerade anlegen. Zum Schluss wieder der gespielte Witz und dazu wünsche ich Ihnen wie immer viel Vergnügen. Ha ha ha.
87. Stimmt so. Danke. Das ist überhaupt nicht provozierend, der alte Scheißer. Kann wahrscheinlich nicht mehr so, wie er gerne möchte. Hat Angst um seine Fresse, wa? Ja. Und Autofahren kann er auch.